Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Wurde Atlantis gefunden? Wurde eine Pyramide in 100 Meter Tiefe bei den Azoren im Atlantischen Ozean gefunden? Etwa 1400 Kilometer westlich von Portugal und Spanien. Ihr kennt natürlich alle die Azoren. Immer wenn irgendetwas Ungewöhnliches, eine ungewöhnliche Struktur irgendwo auf dem Meeresgrund entdeckt wird, heißt es gleich Atlantis oder Spuren von Atlantis oder vielleicht auch Mu im Pazifischen Ozean. Das alles begann natürlich hier mit Platon, dem griechischen Philosophen, der da berichtet, dass es hinter oder vor den Säulen des Herakles, wo Gibraltar mit gemeint sein soll, nach allgemeiner Interpretation, eben dieses versunkene Inselreich gegeben haben soll. Es gibt ein paar klassische Bücher, die ich euch mal zeigen wollte. Natürlich allen voran Charles Berlitz, hier mal der achte Kontinent, wo er auf der Suche nach Atlantis ist. Dann natürlich sein Bestseller Das Atlantis-Rätsel. Zudem muss man auch sagen, er hat natürlich auch den Weltbestseller Das Bermuda-Dreieck geschrieben und danach den Folgeband Spurlos, Neues aus dem Bermuda-Dreieck. Und dieser Herr sucht halt verzweifelt, oder sucht, er ist leider natürlich verstorben schon, verzweifelt nach Spuren von Atlantis im Bereich der Bahamas, Bimini, aber auch der Azoren und an anderen Orten mehr. Dieser gute Autor, das Buch kann ich auch sehr empfehlen, weil es eben auch nicht so bekannt ist, vermutet, wie es der Titel schon sagt, von Pierre Canac, Geschichte beginnt in Bimini. Geht auch eben diesen Spuren nach versunkenen Pyramiden oder irgendwelchen Strukturen und Tempeln im Bereich der Bahamas nach. Ja, dann gibt es natürlich dieses klassische Buch hier, UFOs im Bermuda-Dreieck, die Atlantis-Geheimbasis, eben eine Verbindung zu den UFOs und zu den Ancient Aliens, zur Präastronautik und Atlantis und dem Bermuda-Dreieck. Aber ein fragloser Klassiker ist Otto Muck, Atlantis, ich weiß gar nicht, wann dieses Buch erschienen ist bereits. Da muss ich selber mal nachschlagen. 1956. Das ist meiner Meinung nach das Atlantis-Klassikbuch überhaupt. Denn Otto Muck hat genauso wie Autoren früher, schon vor etwa 130 Jahren, 140 Jahren, die versunkene, angeblich einst existierende Insel Atlantis im Bereich der heutigen Azoren vermutet. Also dort, wo dieses vielleicht euch als Urlaubsziel bekanntes kleines Inselparadies liegt. Diese Azoren sollen nach der allgemeinen Interpretation, die auch eben Otto Muck in seinen Klassiker vertreten hat, quasi die Reste von dem versunkenen Atlantis sein. Die Gebirgsspitzen. Das ging dann vor vielen Jahrtausenden unter. Dort liegt ja auch der mittelatlantische Rücken, der zieht sich ja von Island bis, ich weiß gar nicht, bis runter nach Feuerland etwa die Höhe. Da müsste ich jetzt selber mal im Atlas nachschauen. Und dort ist natürlich ein geologisch sehr aktives Gebiet. Ja, nun, ich habe hier mal die Zeitung aufgerufen, hier eine Tageszeitung, die Passauer Neue Presse. Und da war vor einigen Tagen ein Bericht aus Lissabon, eine Pressemitteilung, die sich quer durch das Internet zieht, dass ein Fischer, oder die Meldung ist da etwas unterschiedlich, ein Fischer oder ein Hobbysegler mit seiner Yacht auf dem Sonar in 100 Meter Tiefe eine Pyramide entdeckt hat, die 60 Meter hoch ist. Also die reicht etwa bis 40 Meter unter die Meeresoberfläche. Ich habe da ein paar Videos gesehen im Internet, es war aber immer dasselbe, wo er seine Sonaraufnahmen zeigt. Es sieht sehr künstlich aus, viereckig und ist etwa 60 Meter hoch, 8000 Quadratmeter Grundfläche soll das Gebilde dort auf dem Meeresgrund haben, und das hat er per Zufall auf seinem Sonar gesehen. Sogleich wird natürlich diskutiert, ist es eine künstliche Struktur? Auch Charles Berlitz berichtete ja schon vor Jahrzehnten in seinen Büchern über das Bermuda-Dreieck und Atlantis, über versunkene Pyramiden, die irgendwie bei Andros zum Beispiel im Mittelamerika, da ein Bereich, dass da versunkene Pyramiden auf dem Sonar entdeckt wurden, aber richtig handfeste Fakten sind dabei nie herausgekommen. Ich blende hier mal ein Bild ein von dieser angeblichen Sonaraufnahme, die von Charles Berlitz aus seinen Büchern stammt.
Das soll da gefunden worden sein, also eine riesige Pyramide. Aber nun auch im Bereich der Azoren, was viele Atlantis-Sucher in aller Welt aufhorchen lässt. Denn diese Sonaraufnahme, angeblich hat der gute Entdecker schon die exakten Koordinaten dieser Struktur im Frühjahr dem Kultusministerium bekannt gegeben, im Frühjahr 2013, also dieses Jahr. Aber erst jetzt kam hier diese Meldung raus, Fischer will Atlantis entdeckt haben, habe ich hier in den Passauer Nachrichten gerade vor mir. Da muss man natürlich abwarten, was dabei herauskommt. Aber es ist etwas anderes in dieser Hinsicht noch sehr interessant. Nicht nur, dass die Azoren als Überreste des versunkenen Inselreichs oder Kontinents Atlantis gesehen werden, sondern mein Autorenkollege, der Hans-Dieter Gau, ich blende hier mal ein E-Book ein, was er jüngst veröffentlicht hat, ist jetzt wieder auf den Azoren, beziehungsweise er wird in 2 Tagen dahin fliegen, um dort Mysterien der Welt zu recherchieren. Denn vorletztes Jahr war er ebenfalls dort und hat dort die sogenannten Cartwrights gefunden. Die kennen wir alle aus Malta. Ich habe hier mal ein paar Bilder von den maltesischen Cartwrights, diesen Kernspuren, die parallel über die Insel verlaufen, die ich hier mal einblende. Die habe ich mal aufgenommen, als ich dort war. Und diese Cartwrights auf Malta werden zumindest als natürliche Strukturen von den Skeptikern interpretiert. Aber der Herr Gau, der jetzt, wie gesagt, wieder dort recherchieren wird, hat da einige interessante Bilder mitgebracht, und zwar von solchen parallelen Spuren auf einigen Inseln der Azoren. Und die sind im Vulkangestein. Und wie ihr an den Bildern hier seht, die ich hier zeige, sehen sehr künstlich aus. Und da streiten sich jetzt auch wieder die Gelehrten oder die Leute, die Atlantissucher, die diese Funde bisher nicht kannten. Ich kannte sie, bis der Hans-Dieter Gau sie von Malta, Entschuldigung, von den Azoren mitbrachte, auch nicht. Und da vermuten natürlich wieder einige Hinweise auf eine versunkene Kultur, eben diese Mutterkultur Atlantis, wo unser Philosoph Platon von berichtet hat. Da bleibt es spannend, ob es da weitere Hinweise gibt. Der Kollege Hans-Dieter ist jetzt auch bemüht, wenn er dort auf den Azoren ist, ein bisschen mehr über diese Entdeckung zu erfahren, die das so nah angezeigt hat. Und da müssen wir mal abwarten, ob es da tatsächlich Spuren einer versunkenen Kultur gibt. Die Kritiker sagen natürlich, Atlantis hat es nie in der Mitte des Atlantischen Ozeans gegeben, denn das würde die Geologie gar nicht zulassen. Geologische Untersuchungen und Messungen mit Seismographen hätten belegt, dass da kein Kontinent versunken ist. Schon Charles Berlitz hat zum Beispiel in diesem Buch das Atlantis-Rätsel davon geschrieben, es müssen weitere Hinweise vom Grund des Meeres ans Licht kommen, ob es da wirklich sowas gegeben hat, eben wie jetzt zum Beispiel diese neuen aktuellen und jetzt viel diskutierten Sonaraufnahmen. Da fällt mir auch mein Kollege Roland Amhorn ein mit seinem letzten Buch zum Thema, das hieß Atlantis, alter Mythos, neue Beweise. Dort berichtet er zum Beispiel auch von geologischen Ablagerungen, von Sandablagerungen unter der Wasseroberfläche, die eigentlich über der Wasseroberfläche entstanden sein müssen, also quasi als Hinweis, dass hier etwas versunken ist. Also die Suche nach Atlantis wird weitergehen, weltweit weitergehen. Heute, ich hatte es in anderen Vlog-Videos schon mal gesagt, geht man gerne bei Atlantis einfach von irgendeinem versunkenen Kontinent, nicht unbedingt aus, aber einer versunkenen Mutterkultur, die man überall, wo irgendwas gefunden wird, gleich mit in Verbindung bringt. Man denke etwa vor 12, 13 Jahren zwischen Taiwan und Japan die komisch aussehenden Strukturen von Yonaguni, wo man immer sagt, Pyramide vor Japans Küste, aber wenn ihr euch die Strukturen mal genauer ansieht, es gibt im Internet zahllose Bilder inzwischen. Mit einer Pyramide hat das absolut keine Ähnlichkeit. Ich habe da auch mal mit einem Geologen gesprochen, der vor Ort Proben nahm und getaucht ist. Geologe aus Hamburg war das. Der sagte, ja, vielleicht ist das natürlich, aber es wurde von Menschenhand vor Jahrtausenden bearbeitet, bevor es versunken ist. Auch da hieß es gleich Atlantis im Pazifik entdeckt.
Aber wie gesagt, solche Hinweise kommen recht oft in die Medien, beziehungsweise in die Medien von uns Grenzwissenschaftsfreunden. Aber so einen richtigen handfesten Beweis haben wir da leider nicht. Da fällt mir auch noch ein Buch ein, was immer sehr gut ist, Energien der Urzeit. Da hat, glaube ich, in der deutschen Ausgabe der Erich von Däniken auch das Vorwort geschrieben. Das ist auch eins der kaum beachteten Klassiker, die solchen Themen nachgehen. Aber es ist bei dieser Atlantis-Meldung besonders spannend, dass es eben im Bereich der Azoren gefunden wurde, wo eben gerade der Otto Munk mit seinem weltberühmten Bestseller, die ich weiß gar nicht, antiquarisch richtig, den bestimmt noch, ist ein dicker Wälzer, sehr, sehr detailliert versucht hat nachzuweisen, dass eben dort tatsächlich eine größere Landmasse versunken ist, die eben eine Art Quelle für die Geschichte von Platon war, dass es so eine versunkene Hochkultur gegeben hat. Wie dem auch sei, ich bin sehr gespannt, ob es mehr Ergebnisse von den Sonaraufnahmen geben wird jetzt bei den Azoren. Ich bin auch gespannt, ob da mal getaucht wird. Das ist ja die Spitze der angeblichen Pyramide, ist ja nur in Anführungszeichen 40 Meter unter der Meeresoberfläche. Da kann man bestimmt runtertauchen. Ich habe da selber keine Ahnung von. Ich habe noch nie getaucht, aber es wird gehen. Und da bin ich mal gespannt, ob es da nähere Ergebnisse von geben wird. Bis jetzt nicht viel, immer nur kurze Meldungen. Hier habe ich auch mal einen Ausdruck. Ihr seht, nur eine Mini-Meldung. Deshalb seid mal gespannt, was denkt ihr denn dazu? Wird es sich wieder im Sande verlaufen, wie so viele Meldungen? Oder wird es doch endlich mal was Handfestes geben, spätestens wenn dort mal Taucher runtersteigen, um zu gucken, was ist denn diese Struktur? Ja, damit postet mal eure Kommentare hier drunter in der Kommentarbox. Ich setze als Fußnote noch mal ein paar Buchtipps dazu. Und gebt mir, wenn ihr mein Video mögt, ein Like und teilt es, wie ihr möchtet. Abonniert mich, wenn ihr gerne möchtet. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare zu den neuen Beweisen für Atlantis. Damit tschüss, macht's gut, liebe Freundinnen und Freunde.